So, Hallo und herzlich willkommen. schön, dass ihr reinschaut. So, ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich die erste Ausgabe von Gezockt im Jahr 2019 sein. Ihr habt jetzt schon die volle Dröhnung Mutter-Sohn bekommen in den letzten Tagen. Erst das 10.000er-Spezial, dann das 11.000er-Spezial. Und jetzt reden wir über alle Spiele, die wir Weihnachten bis jetzt gespielt haben. Haben wir schon mal gezockt gemacht? In Essen? So halb, jetzt Naja, so richtig noch nicht, glaube ich ich. glaube auch nicht. Ich glaube, die letzten Gezockt-Videos, die ich gemacht habe, habe ich dann tatsächlich auch alleine gemacht. Ich habe ja auch die letzten Jahre mal ein Weihnachtsgezockt gemacht. Und ja, wir überraschen, also ne, völlig unerwartet habe ich den Koffer voller Spiele gehabt. Gott sei Dank davon viele hier, weil es war echt schwer. Es sind auch tatsächlich viele coole Spiele schon hier. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, versuchen uns wieder relativ kurz zu fassen. Bei manchen Spielen erzählt man von Natur aus ein bisschen länger, bei anderen geht es ein bisschen schneller. Ja, bei den letzten Videos ja auch, da ging es ja immer so. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem Spiel an, wo ich ja gesagt habe, Fuji, wer schon mal gezockt von mir gesehen hat, weiß ja, ich habe gesagt, okay, bei uns nicht so ganz 100% angekommen, weil das Spiel hat irgendwie, ja, so eine, weiß ich auch nicht, keine große Entwicklung, von Anfang bis Ende ist irgendwie immer das Gleiche und will ja so ein bisschen dieses The Game-Prinzip in Würfelform umsetzen, so mit eingeschränkter Kommunikation, dass man sagt, hier ist ein bisschen, da habe ich eine Gefahr, auch wenn du dahin gehst, da kommen wir uns in die Quere. Und ja, ist bei uns irgendwie nicht gut angekommen, weil wir haben es auch teilweise, glaube ich, zwei oder sogar dreimal, als ich ein Video drehen wollte, hintereinander gespielt. Und da war es dann so, dass die Leute gesagt haben, hey, wir machen hier bei Karte 1 genau das gleiche, wie wir bei Karte ganz hinten machen, kurz vorm Dorf. Und gerade wenn man das so zwei, dreimal im Stück spielt, fällt einem das auf. Bei The Game hat man ja so eine Entwicklung drin, dass man auch am Anfang so überlegt, okay, hier können wir Karten hinspielen, dann nicht, hier stopp, hier kann ich ganz gut. Und irgendwann sagt man auch, ey Leute, ich habe hier so einen Schrott, ich habe da gerade drauf gespielt, ich muss nächste Runde da drauf spielen und diesen Stapel kaputt machen. Haut mal drauf, was ihr wollt. Sprich, da ist wirklich so eine Entwicklung, so eine Spannungskurve drin. Das fehlt hier halt komplett. Und ich dachte halt, es wäre durchaus vielleicht auch dann einfach so als nettes Familienspiel. Ganz nett. Wir haben es tatsächlich heute Abend gespielt. Ich habe es meiner Mutter dann zum Geburtstag geschenkt, auch mit der Option, das wieder mitzunehmen, wenn es nicht ankommt, was wir letztes Jahr auch schon gemacht haben. Wie fandst du es jetzt? Ja, nicht ganz so schlimm wie ihr, glaube ich, aber auch nicht, dass ich jetzt sage, das ist so richtig super gut. Also von der Erklärung her habe ich erst gedacht, das verstehen wir nie. Es war wieder meine Bridge-Freundin da, die ja gut über 70 ist, aber sie hat es auch relativ schnell verstanden. Und wir haben es gespielt, aber es ist jetzt nicht so, dass Karin, so wie auch ich sagen würde, das müssen wir gleich nächstes Wochenende wieder spielen. Also das jetzt nicht, Es catcht einen nicht. aber es hat ein wunderschönes Artwork. Ja, Also also nicht nur hier sieht es toll aus, nein, auch das Spielmaterial sieht cool aus. wunderschön und so ein bisschen die Panik zu haben, dass einem die Lava gleich über die Füße läuft. Okay, das war schon so, dass man sich auch wirklich angestrengt hat und denjenigen, der direkt an der Lava stand, da auch wegzuholen. Man hat dann mal auf einen Zug verzichtet und hat gesagt, dafür gehst lieber du da weg, wir opfern dich jetzt nicht. Aber es ist nicht so, dass ich sage, super Ben, das ist das Geburtstagsgeschenk überhaupt. Ich habe mich gefreut, ich werde es auch behalten, ich werde es auch sicher wieder spielen, aber es ist nicht so, dass mich ja total geflasht hat. Ja, ich habe es ja jetzt heute Abend auch wieder gemerkt, weil wenn man denkt, okay, das ist für, also, keine Ahnung, ne, für Kenner finde ich, ist da doch zu wenig drin und so als Familienspiel ist es zu viel. Das geht schon los mit dem, wir haben so einen Charakter. So einen Charakter haben ist so für manche Familienspiele auch irgendwie, ich bin doch dieser Marker da, was soll ich hier so eine Karte haben mit so einem Typen drauf? Was sind das hier für Spezialfähigkeiten? Mit den Gegenständen noch, die Gegenstände sind viel zu viel. Wir haben das heute Abend gespielt ohne die Lebenspunkte, die das ja normalerweise für Spieler auch noch ein bisschen interessanter machen sollen. Nein. Aber das habe ich habe es erklärt, wir haben auch die ersten beiden Runden offen gespielt, damit wirklich auch jeder sieht, aha, hier mit den Aufgaben, weil dann war auch teilweise oft die Frage, es gibt immer so Karten, wo dann draufsteht, hier irgendwie Dreier und Sechser oder hier Gelb und Rot. Und dann hieß es teilweise, ich habe es gar nicht geschafft, weil ich habe keine Sechsen, ich habe nur Dreien. Hab ich gesagt, nee, es ist egal, ihr müsst nur eins davon haben, es zählt einfach alles, was ihr in der Farbe habt. Das hat halt ein bisschen gebraucht, bis das Konzept wirklich da war. Und das ist auch was, was ich schon häufiger in anderen Runden gemerkt habe, dass da so eine gewisse Einstiegshürde da ist. Und wie gesagt, diese Lebenspunkte noch, die man dann hat, wo man so besser sein muss als Nein, irgendwer anders. die haben wir weggeschmissen. Ich Ich habe habe sie es weggeworfen. erklärt, meine Mutter meinte, das kommt weg, das brauchen wir Genau, nicht. nein. Das ist halt so für das Familienspiel tatsächlich zu viel. Da wäre es besser ohne das Ganze. Es ist halt. Daran merkt man dann schon, also gerade wenn man das so mal in so einem Kreis gespielt hat, wo halt so eher die klassischen Familienspiele auf, oder auch moderne Familienspiele auf den Tisch kommen. Wir haben auch durchaus ein Strategiespiel gehabt, was wir gleich auch nochmal erzählen. Das ist einfach zu viel. Also es ist, ja, und für den, also wie gesagt, für unsere Vielspielerrunden war es das auch nicht. Es war halt so nett, man hat es gespielt, aber dass es jetzt so das Aha-Erlebnis war. Ich meine, The Game ist auch so nett, aber irgendwie cool, kurzweilig, man spielt das irgendwie immer wieder. Ja. Fuji.
da werde ich, glaube ich, nicht mit warm mit. Also ich werde da auch noch, ich habe da schon irgendwie ein, zwei Videos zu gemacht, mit denen ich immer nicht so wirklich zufrieden war. Und ich werde da jetzt noch mal eins zu machen, aber wie gesagt, es ist jetzt kein Spiel, wo ich sagen würde, holt euch das, guckt euch das an, weil es ist irgendwie cool, spannend, interessant, es hat ein spannendes Konzept, aber die Umsetzung ist leider nicht so gut. Aber Wolfgang Barsch hat ja einen krassen Output, hat dieses Jahr echt viele Spiele rausgebracht, von denen auch hier im Haushalt einige sind, hatten wir auch bei den Top Ten, waren sogar, glaube ich, zwei mit drin. Das ist jetzt leider ein solides Spiel, kein schlechtes Spiel, aber auch so ein Spiel, wo ich sage, also halt, ne, wenn man es nicht hat, verpasst man nicht so viel. Ja, aber wenn man es geschenkt bekommen hat, so wie ich jetzt, gibt man es auch nicht zurück. Man behält es und spielt es ab und zu mal wieder. Wir werden nächstes Jahr mal fragen, wie oft das gespielt wurde. Ja, wir haben ja auch jüngere Leute. Vielleicht geht es mit denen auch. Wir probieren es mal aus. Genau, dann... Oh, böses Spiel. Frantic. Ich zitiere mal kurz. Es steht drauf, Frantic, das hinterhältige Kartenspiel. Hier in der Seite steht drauf, einmal ne, 2 bis 8 Spieler ab 12 Jahren. Und hier steht dann, kann Aggressionen auslösen oder auch nicht. Hier steht drauf, wo war es denn? Hinten... Handkarten loswerden kann jeder, aber sie an deine Gegner zu verschenken und diese leiden zu lassen, macht mehr Spaß. Allerdings, Schadenfreude kommt vor dem Fall. Deine Mitspieler können dafür sorgen, dass alles zurückkommt. Oder mit einer Ereigniskarte, alles will in Haufen werden. Frantic, so fies hast du noch nie Karten gespielt. Wie kam dieses Spiel bei uns an? Super. Also, wir haben es jetzt wieder mal mit meiner Nichtschwiegertochter gespielt und die hat es, glaube ich, auch sofort bestellt. Ja, am gleichen Spielabend noch. Ein Kumpel von denen war dabei, der eigentlich auch nur so Monopoly spielt und so komische andere Sachen, die wir gar nicht mehr spielen. Der hat gesagt, was ist das denn für ein tolles Spiel? Ich hätte jetzt ein anderes Wort benutzen können, aber nein, das will ich nicht. Und der hat sich das auch sofort bestellt, hofft, dass es noch vor Silvester ankommt. Und die waren total begeistert und wir alten Leute waren auch total begeistert. Ich bin der absolute Kartenspieler, ich spiele total gerne Karten. Und dieses Spiel ist wirklich super, super gut. Und man darf, also ich habe das ja gesehen, man darf da jetzt kein Bridge oder sowas erwarten. Es ist tatsächlich einfach, ihr seht das vielleicht schon so ein bisschen in den Karten. Ganz steht, ne, hier halt gelb mit einer römischen 4 drauf, steht nochmal in Englisch drauf, in Deutsch nicht, warum auch immer, kommt aus der Schweiz. Uno. Uno mit Ereigniskarten in gemein noch so Spezialaktionskarten. Einfach nur kartenlos werden und ich muss halt, ne, wenn ich hier, wenn die, auch ein bisschen halt mal kurz. Das ist eine Mischung aus Uno und halt mal kurz vom Grundprinzip her. Wenn hier eine gelbe 4 auf den Tisch liegt, dann muss ich einfach eine gelbe Karte oder eine 4 drauf spielen. Habe ich irgendwie hier so eine gelbe Exchange-Karte, kann ich sagen, hey, weißt du was, liebste Mutter? Ich gebe dir mal 2 von deinen Karten und ziehe 2 von meinen. Das Sobald ist das Gemeine dabei. Er darf mir 2 von seinen geben. Aber ich darf nicht ihm welche geben, die mir nicht gefallen, sondern nein, er zieht sich Karten. Super Idee. Oder wenn ich so eine Giftkarte aufspiele, dann darf ich sagen, liebste Mutter, ich gebe dir ein Geschenk. Hier hast du 2 von meinen Karten. Danke. Total toll. Es gibt so bunte Karten, die kann man im Prinzip, das ist die Fantastic Four, das ist ein bisschen wie bei Uno die 4+, nur ich darf sogar aufteilen. Ich, weil ne, wer zuerst einen Kartenlos hat, der hat quasi nicht gewonnen, die Runde. Alle anderen bekommen einfach nur ihre Karten als Minuspunkte aufgeschrieben und bei einer bestimmten Punktezahl, je nach Spieler, ist das Spiel zu Ende. Und hier kann ich jetzt sagen, okay, du und du, ihr habt nur noch 2 Karten, dann darfst du 2 ziehen und du 2 oder du 1 und du 3 oder ich kann sagen, die nächsten 4 ziehen alle eine, sprich, da habe ich schon ein bisschen mehr Auswahl. Die gibt es halt auch durchaus ein bisschen häufiger. Dann gibt es so eine Skip-Karte. Wenn ich halt grün da liegen habe, kann ich sagen, Skip kann ich aufspielen und du musst aussetzen, dass der halt nicht dran. Aber dagegen kann ich natürlich countern und da gibt es dann schnell suchen die, wo ist denn sie? Die ist gar nicht da. Die gibt es nicht so oft, aber... Aber ein paar Mal gibt es sie. Oh, hier gibt es auch noch hier, die Counter-Attack-Karte. Genau, Counter-Attack, wenn jetzt Ben zu mir sagt, ich krieg die Fantastic Four übergedrückt, weil ich muss 4 Karten aufnehmen, dann sage ich, Alter, nein, nimm du 4. Oder ich muss nicht mal das machen, wenn er mir diese Karte aufdrückt, ich soll 4 nehmen, ich diese Counter-Attack-Karte habe und das countern kann, dann kann ich sagen, nee, es war zwar nett, dass Ben mir die geben wollte, also nicht nett, sondern ganz schön furchtbar, aber mein Mann ist eigentlich viel gemeiner und dem gebe ich jetzt mal diese 4 Karten. Das ist also eine ganz, ganz tolle Sache. Diese Counter-Attack-Karte ist entweder dafür da, den Angriff zu countern oder, wenn man nicht bedienen kann, kann man damit auch einfach die neue Farbe oder auch, nein, nur eine neue Farbe aussuchen. Nur eine Farbe. Wenn man nämlich die auch eine neue Zahl aussuchen könnte, dann würde hier nicht nur die Farbe abgebildet sein, sondern auch verschiedene Zahlen auf dieser Karte zu sehen. Also es ist ein total tolles Spiel. Es gibt noch so Karten wie Quality, wo ich einfach sage, ey, ich habe irgendwie 8 Karten, du hast noch eine, du ziehst mal genauso viele wie ich. Oder Second Chance, wo ich einfach nochmal eine blaue spielen muss. Skip ist aussetzen. Es gibt hier noch die, ich nenne sie mal, ich hab dich lieb Karte.
sie heißt auch Fuck You Karte und zeigt diesen Stinkefinger. Wenn man die auf der Hand hat, hat man 42 Minuspunkte. Man spielt meistens so bis 130 und es kann auch Momente geben, wo die Punkte verdoppelt werden. Die darf ich nicht aktiv weitergeben. Die muss entweder jemand bei mir ziehen durch diese Exchange-Karte oder durch Ereignisse. Immer, wenn jemand eine schwarze Karte spielt, schwarz ist keine Farbe, das heißt, wenn jetzt irgendwie eine 9 auslegen würde, dann dürfte ich die 9 da drauflegen und immer, wenn so eine schwarze Karte gespielt wird, was nicht in der Regel nicht oft ist, kann auch mal ständig passieren, dann wird eine von diesen weißen Ereigniskarten aufgedeckt. Welche kennst du dazu? Und da also sind ein paar ganz coole bei. Zum Beispiel, wenn die Doomsday-Karte aufgedeckt wird, ist das Spiel sofort vorbei. Dann zählt jeder seine Punkte und dann ist vorbei. Und wenn ich halt irgendwie so eine 1 auf der Hand habe, die zählt einfach einen Minuspunkt, habe ich so eine Spezialkarte auf der Hand, die zählt halt 7 Minuspunkte. Und diese die Fuck-You-Karte spielt 42. Es gibt sowas wie Time Bomb, die ist auch sehr cool. Wenn die aufgedeckt wird, dann haben wir noch 3 Runden Zeit. Und dann ist das Spiel zu Ende. Alle kriegen doppelt so viele Punkte. Das heißt, diese Hab-Dich-Lieb-Karte muss man auch loswerden. Und wenn einer in der Zeit fertig werden sollte, bekommt er sogar 10 Minuspunkte, was gut ist. Und alle anderen bekommen nochmal 10 Punkte obendrauf. Diese Karte kann man übrigens loswerden, wenn man genau 10 Karten auf der Hand hat. Dann darf man sie wegwerfen. Ansonsten ist man da echt gemeiert. Das wird man nicht los. Oder Earthquake. Da gebe ich halt, alle geben ihre Karten eins weiter. So wird man halt die Hab-Dich-Lieb-Karte auch los. Oder, keine Ahnung, also wir haben halt auch noch nicht alles davon gesehen. Es gibt noch so Karten, wo man irgendwie, jeder Mitspieler kann einem Mitspieler eine Karte geben. Das kann auch sein, dass alle 3 Leute meiner Mutter eine Karte geben. Ich kriege eine, dann ein anderer Spieler kriegt 2. Das geht also so kreuz und quer. Also es ist, also gerade diese Aktionskarten, die machen halt verschiedene Sachen. Die haben auch leider nur diesen Symbole drauf. Da braucht man dann immer die Anleitung für, wo man halt nochmal gucken muss. Aber das ist auch nicht schlimm. Das hätte man halt irgendwie, also würde ich mir kopieren oder nochmal in irgendwie komprimierter Form ausdrucken. Das ist, Uno ist jetzt so überhaupt nicht mein Spiel. Und das hier ist auch ein Spiel in Göttingen, weiß ich nicht, da würden wir, glaube ich, eine Runde spielen. Dann würde Karl sagen, ja, ist ja totaler Zufall und total beliebig und es ist keine Strategie drin. Und wird wahrscheinlich nicht auf den Tisch kommen. Ist das toll. Aber hier hatten wir schon viele lustige Abende damit. Man muss das eben auch abkönnen, dass die Leute gegen einen spielen. Und es ist für mich persönlich auch definitiv das bessere UNO. Es gibt schon eine Erweiterung dazu, die nicht mit der internationalen Version kompatibel ist, die wir uns aber auch noch zulegen werden, sobald sie irgendwie rauskommt. Und ich habe da schon so auch in der Spieleburg kurz vor Weihnachten so als Geheimtipp mitbekommen, wo viele meinten, ja, es ist so UNO und gut und gemein und schon ganz toll. Wie gesagt, für die richtige Spielerunde ein super cooles Spiel, das wirklich echt Spaß macht und auch für lustige Momente sorgen kann. Ja. Mit gewissen Leuten, die sich da wirklich furchtbar drüber aufregen, kann das richtig cool sein. Ich habe da auch mal einen Kinokollegen gehabt, der bei solchen Spielen auch einen krassen Ehrgeiz entwickelt. Mit dem wäre das, glaube ich, auch sehr witzig, weil es würden auch einfach alle gegen ihn spielen, weil er sich so hart ärgert, wenn es nicht klappt und richtig abfeiert, wenn er dann gewonnen hat. Wie gesagt, Frantic gibt es keine Empfehlung für die Hardcore-Spielergemeinde, aber für alle Leute, die halt sowas Kurzweiliges im Familienkreis mögen. Ich kenne auch viele Spieler, die sagen, ey, wenn es fies ist, so richtig gegeneinander, das ist cool. Da ist Frantic auf jeden Fall für mich ein echt cooler Tipp. Dann, wo machen wir weiter? Mit Skyo. Mit Skyo. Gleich das wo wir bei den coolen Tipps sind für Familien. Genau. Also zu Skyo sind wir ja gekommen. Haben wir ja schon ein bisschen erzählt von. Ben erzählt hat, dass wir Phase 10 gespielt haben. Und da hat er gesagt, oh Gott, total verschwendete Lebenszeit. Und nein, das spielt ihr nicht. Wenn ihr überhaupt sowas Simples spielen wollt und euch das Spaß macht, dann spielt ihr bitte Skyo. Dann habe ich es bestellt. Also, ja. Und wir haben es angespielt und das... Du wusstest doch gar nicht, was es ist, ne? Ich habe einfach so bestellt und... Naja, ein Spiel, was besser ist als Phase 10 auf jeden Fall. Und dann haben wir es bestellt, bekommen, ausgepackt, gespielt und sofort für sehr gut befunden. Und es ist ein Spiel, das finde ich so schön. Mein Enkel ist 4 und der durfte am Anfang, er kann schon ganz gut rechnen, so bis 6 und kennt ganz viele Zahlen und... Dann haben wir das mit ihm gespielt. Dann durfte man auf dem Schoß sitzen und ein bisschen mitspielen und Karten aufdecken. Und wir haben ihm geholfen. Und gestern Abend hat er es zum ersten Mal selbstständig gespielt und hat gewonnen. Er hat uns total abgezogen. Also eine Runde gewonnen. Das war so ein bisschen Zufall auch mit. Aber er kann das selbstständig spielen. Bei dem Spiel ist sehr viel Zufall. Also ja, aber es ist trotzdem für einen 4-Jährigen genial, das so zu können. Und das kann man mit bis zu 8 Leuten spielen. Wir haben schon mit 6, glaube ich, gespielt. Und das ist einfach eben ja wirklich nur Karten aufdecken. Man muss beschäftigen. Am wenigsten Punkte haben, wenn man Schluss machen will. Aber das kann man in unseren Spielrunden wirklich richtig gut spielen und ich bin da auch Spaß. Wirklich kein Fan von. Ich würde jetzt auch keine Empfehlung für abgeben, außer halt für gewisse Runden, wo halt auch, neulich hat auch jemand bei Facebook gefragt, ich glaube vor 2 Tagen, was man Silvester mit so
wenig Spiele anspielen soll, die teilweise bis über 80 sind. Da ist Sky auf jeden Fall ein cooles Spiel. Das kann man wirklich von 4 bis 88, 99, 100, bis die Leute Farben sehen können, im Prinzip noch spielen. Ja. Und wie gesagt, Leute, es gibt, ich kenne ganz viele Leute, die sagen, oh, Phase 10, das ist ja so ein schönes Spiel. Nein, und wenn ich dann drüber rede, dann sagen sie, ja, das stimmt, das macht trotzdem Spaß. Und das hier ist dann einfach kürzer. Und man hat halt noch so ein bisschen Twist dabei und so ein bisschen Spannung. Und man kann so minimal strategisch spielen. Also auch das so für Familien auf jeden Fall ein cooles Ding, auch gerade so ein wenig Spieler, die generell schon gerne Karten spielen, einzusagen, kann ich Sky und dann auch tatsächlich empfehlen. Wie gesagt, wenn ich das in Göttingen auf den Tisch packen würde, das würden wir einmal spielen, heißt es bitte nicht wieder, wir haben anderes zu tun. Eure es, elitären Spiele wollen. Ja, ich habe Freunde gehabt, die sind mittlerweile irgendwie nach England ausgewandert. Wenn ich da gesagt habe, dieses Spiel dauert nicht mindestens 3 Stunden, haben die gesagt, pack das wieder weg, so spielen wir gar nicht. Ne, man muss halt immer seine Spielrunde kennen und dann weiß man, was man cool für die auf den Tisch bringt. Bei mir ist das toll. Next. Ja, nehmen wir Just One. Just One. Highlight, Jagd, Highlight. Genau, das war auch sehr schön. Mein Bruder, der eigentlich gar nicht viel spielt mittlerweile, aber doch, hat dieses Spiel gleich 4-mal gefordert. Er hat gesagt, das können wir wieder spielen. Runde, und wieder Runde, spielen. Runde. Ja, es hat ihm total viel Spaß gemacht. Man nimmt bei dem Spiel eine Karte, wie man hier hinten sieht. Man hat eine Karte und die wird davor eingestellt. Man hat einen Begriff, den man selber bestimmt, indem man eine Zahl von 1 bis 5 sagt. Hier ist es zum Beispiel die 1, der Zirkus. Und dann müssen die, die vor einem sitzen, mit einem Wort darum, just one, mit einem Wort diesen Begriff beschreiben. Und wenn jetzt Ben zum Beispiel Clown nimmt und mein Bruder hätte Clownerei genommen, dann fällt das Wort raus, weil gleicher Wortstamm geht nicht. Und dann bleiben vielleicht nur noch von 5 Spielern 2 andere über, die mir mit einem Begriff Zirkus erklären sollen. Und ich muss es halt versuchen. Ich darf auch nur einmal raten. Ich sollte mir gut überlegen, ob ich es wirklich erkannt habe, was sie mir erklären wollen. Ist auch voll kooperativ. Das ist halt das Coole daran. Ja, die Leute wollen nicht, dass ich nicht errate, sondern sie wollen natürlich mir gute Tipps geben, damit ich es auch errate. Und darum soll man gut überlegen, ob man auflöst oder nicht. Wenn man sich nicht sicher ist, lieber sagen, nee, ich mach's nicht, weil dann gibt es nur einen Minuspunkt. Errät man nämlich falsch, gibt es 2 Minuspunkte. Und das hat also auch mit verschiedenen Spielern, ja, wir haben es nicht mit Karten gespielt heute Abend. Tatsächlich, da waren auch zu wenig Leute. Ja. 4 waren wir, das hätte auch funktioniert. So 5, 6, 7, je mehr, desto besser eigentlich. Ja. Und das ist auch, wir haben wirklich in fast allen Spielrunden, in denen wir gespielt haben, das waren durchaus einige gespielt. Und es kam immer gut an. Ich habe schon gesagt, für mich ist ein Spiel des Jahreskandidat. Also es wird auf jeden Fall gut in diese Kategorie passen. Ein Top-Party-Spiel und ist wirklich gut. Auch man glaubt es nicht. Also ich habe es ja vor der Messe durchgelesen, hatte es erst auf meiner Liste, weil ich dachte, Just One, okay, irgendwie cool, habe ich gelesen und mir ein Video anguckt, was man da genau macht. Und habe gesagt, hinfort damit, will ich nie haben. Aber es wäre sehr schade gewesen, wenn nicht, weil das ist tatsächlich auch in vielen Runden gut angekommen und ein tolles Spiel. Und hat man viel Spaß mit. Es macht wirklich Spaß. Also haben wir wirklich auch, wie gesagt, mein Onkel, der auch wirklich eigentlich früher gar nicht gespielt hat und gesagt hat, verschwendete Lebenszeit, ich habe wichtige Dinge zu tun. Jetzt, wie gesagt, Just One wollte er 4-mal spielen. Ich glaube, hätten wir es 2 Stunden später nochmal auf den Tisch gebracht, dann hätten wir es einfach nochmal gespielt. So, dann, wo wir gerade bei Highlights waren, wir haben Foppen gespielt. Foppen ist ja in der Originalauflage, steht ja leider nirgendwo drauf, ja, jetzt von 2018, gab es ja schon mal so ein Stichspiel, je nach Spielerzahl hat man verschiedene Karten in den verschiedenen Farben, die gehen dann von 1 bis 10, von 1 bis 18, von 1 bis 15 und im Prinzip spielt man einen Stich aus und derjenige, der die schwächste Karte reingespielt hat, entweder in der zu bedienenden Farbe oder weil er abwerfen musste, weil er nicht bedienen konnte, der ist gefoppt, der muss nächste Runde aussetzen. Und ja, dann spielen halt die anderen 3 bis 8 Spieler, also 7 Spieler, den nächsten Stich aus. Wer da halt dann die schwächste oder schwächsten Karten spielt, muss nächste Runde aussetzen. Und man spielt einfach die Stiche runter. Am Ende wird irgendwie geguckt, wer noch Karten auf der Hand hat, kriegt dafür irgendwie Minuspunkte. Und das war's. Also vom Grundprinzip ein ähnliches Spielprinzip wie Frantic, aber ja, also wir haben das eine Runde lang gespielt. Vielleicht hätten wir noch mal eine Chance geben müssen, aber es war wirklich nur. Also wir waren auch nur 4 Leute, vielleicht schreibt der Sohn und sagt, boah, mit 8 Leuten total super, aber es ist einfach nur uninspiriert Striche runterspielen und ich glaube, das war vielleicht vor ein paar Jahren mal ganz gut, aber heute, also weiß ich nicht. Wenn ich die Wahl hätte, Frantic oder Foppen weg, Frantic auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das war echt, ich habe das gespielt und dachte so, okay, das war's jetzt. Und wie gesagt, solche Spiele, Stichspiele nehme ich immer nach Cuxhaven, weil in Göttingen ist es auch wieder so, Stichspiele, die laufen einfach nicht. Also das funktioniert nicht. Auch Tichu war da so ganz nett. Hier wird das total geliebt. Ja. Und da dachte ich halt, okay, wenn irgendwo Foppen funktionieren kann, dann in Cuxhaven.
Hat leider nicht funktioniert. Ich habe auch auf Facebook und Instagram schon danach gefragt, wo auch ein paar Leute schon haben, ja, ist auch ganz nett, kommt immer wieder gut an. Auch mehr Leute haben geschrieben, nee, irgendwie, keine Ahnung, ist es das heute nicht. Ist nicht so toll. Ist nicht so toll. Also jetzt Nö. auch kein Spiel, wo ich sagen würde, also eher gar nichts. Gut, next. Nehmen wir Word Slam. Word Slam Family von Cosmos. Haben wir, glaube ich, auch schon, nee, haben wir noch nicht, also ich habe es ja schon relativ oft erzählt, so ein Worterklärspiel, wo wir halt in zwei Teams spielen, wir bekommen eine Karte, wenn wir die beiden Erklärer sind, wo meinetwegen irgendwie Heuschrecke draufsteht und dann müssen wir halt Heuschrecke erklären. Wir haben, ne, so einen Sichtschirm, wir haben beide den gleichen Satz an Karten und müssen dann mit diesen Karten, also wo halt Wörter draufstehen, einfach nur, diesen Begriff erklären. Und die passen natürlich nicht zwingend dazu und es sind auch einfach immer die gleichen Wörter. Also große Auswahl, es sind wirklich viele Karten drin, insgesamt, keine Ahnung, über 100 verschiedene Erklärkarten pro Team. Und damit muss man dann versuchen, Wörter wie Gangnam-Style zu erklären. Und dann denkt man ja, tanzen und Südkorea, aber die Wörter liegen da halt nicht drin. Man muss halt irgendwie dann irgendwie machen, bewegen, Süden, Reise, links oder rechts, je nachdem, wie rum man geht. Und damit versuchen die Leute über mehrere Konzepte auf das Wort zu bringen. Das ist echt anspruchsvoll. Regulär dauert es auch, glaube ich, nur 2 Minuten. Da haben wir uns, glaube ich, nie dran Nein, gehalten. es geht gar nicht. Ich habe Nomade erklärt. Sogar eigentlich ganz gut, wenn man Ich es. finde, ich habe so gut erklärt. Und Ben hat es einfach nicht erraten. Ich habe es nicht verstanden. Warum nicht? Dann hat er eine halbe Stunde später Hering erklärt. Aber Hering auch. Und hat sich auf den Hering beim Zelten bezogen, den man in Auch, die. auch. Ich habe auch Tier und Wasser hingelegt. Ich Ja. hatte Reise, Gebäude, Stoff. War so eins. Das Ne? war das Reise, Zelt, Gebäude, das war Stoff. mir Zelt klar. haben sie auch rausgefunden. Sofort. Dann hatte ich noch so nebenbei, so einen halben Meter weg, Tier und Wasser Ja, gelegt. irgendein Und Fisch dann war hatte ich uns auch noch klar. irgendwie Objekt, In der Erde. Metall In der in Erde, Erde. ja. Alles. Und das noch kombiniert. Also, ne, kleines Objekt in Erde, ich glaube sogar für dazwischen gelegt und dann Reise, Stoff, Gebäude. Und dann den Fisch. Und dann halt noch das Tier im Wasser. Und natürlich, wenn man es weiß, ist es immer leicht, aber ich dachte mir so, Alter, ihr habt das auch schon gesagt, du sagst da Zelt und dann mit kleines Metallobjekt in Erde beim Zelt. Man sitzt da und denkt sich, Leute, ihr müsst es rausfinden, man darf nichts dazu sagen. Und wenn es dann irgendwie sagt, das ist so total cool, dass du es gesagt hast, aber Ich bin drauf gekommen, puh, ganz am irgendwann Ende. dann. Aber mein Nomade, ich glaube, ich Nee, hatte nee. 30 Und Karten es haben ausliegen. beide gut erklärt. Also auf Ja, beiden Seiten lagen also da ich eigentlich war ganz gute natürlich Erklärungen. besser, aber Aber mit 30 Karten konnte ich das super erklären, aber er hat es auch nicht erraten. Also das macht, wer sich ein bisschen für Sprache begeistern kann und gerne erklärt und raten finde ich da aber nicht so gut. Ich bin der viel bessere tatsächlich. Erklärer. Erklär macht doch viel mehr. Es ist über Konzept, dann macht auch das Erklären mehr Spaß. Ja, also das ist ein Spiel, das könnte auch hier bleiben, das müsste er nicht wieder mitnehmen, das könnte gut hier bleiben. Dafür habe ich auch Leute, die das total feiern würden. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, finde ich auch. Ich habe es ja schon oft gesagt in diesem Jahr, für mich auch ein Highlight, gerade jetzt in einer kleinen Schachtel, auch so für Ja. Silvester, wenn wir, ich denke, wir werden das auch wahrscheinlich Silvester Warum, das spielen. hast du ja Silvester gar nicht mehr. Ich habe Das ja, es gibt ja bleibt die ja Family und die hier. Midnight Edition, ich habe ja noch eine Edition. Ah, dann habe ich ja noch Hoffnung. So, wovon? Dazu können wir dann zeigen Decrypto. Mhm. Das haben wir dann auch gespielt mit einer britischen Freundin von mir. Das war auch gut. Da brauchte man ein bisschen, bis man reinkam. Das ist halt immer das Problem im Spiel. Es ist schwer zu erfassen, aber man muss es einfach spielen und dann hat man es nach 3, 4 Durchgängen erfasst. Und hier waren wir auch die wesentlich besseren Erklärer als Rater. Wir konnten nicht so gut erraten, aber wir haben Gut, trotzdem gewonnen, aber obwohl wir sehr gut naja, unentschieden. Eine Partie habt ihr gewonnen, eine Partie haben wir gewonnen. gefühlt waren Nee, wir nee, nee. Und da ich das viel natürlich so gut besser. erklärt habe, wir haben euch auch oft geknackt. Und ja. Das stimmt, wir haben wirklich. Also das ist ein Spiel, ich kann das nicht erklären. Aber so mit der Rückseite kann man es eigentlich ganz gut erklären. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber hier stehen zum Beispiel Schwarz, Schildkröte, Cocktail und Mafia drauf. Ich versuche das einfach mal. Und dann zieht man so eine Karte, 3, 4, 2. Das weiß ich jetzt. Ich sehe diese Karte. Wir spielen das ganze Spiel mit diesen Begriffen. Und ich muss jetzt meinem Team Hinweis geben auf 3 Cocktail, auf 4 Mafia und auf 2 Schildkröte. Das heißt, ich würde auf meinen Zettel vielleicht schreiben: Lecker, Beton und Kühlschrank. Und dann würden die jetzt überlegen, okay, diese Hinweise. Warum schreibt er lecker? Schildkröte kann lecker sein, wahrscheinlich der Cocktail. Würden dann sagen, 3. Und dann würden sie sagen, Beton. Warum hat er jetzt Beton? Ah, Mafia, der versenkt ja gerne mal Leute mit Beton. Da raten sie immer 4. Und dann bei Schildkröte, da wissen die hoffentlich, dass man eine Schildkröte im Winter in den Kühlschrank stellt. Dann Ja, raten sie genau. 3, 4, 2 ist richtig. Nächste Runde wäre jetzt Christina dran mit genau den gleichen Begriffen und zieht vielleicht 1, 2, 4. Müsste jetzt also Schwarz, Schildkröte und Mafia erklären.
wird sich dazu auch irgendwelche Begriffe ausdenken. Aber bevor wir dann raten dürfen, darf jetzt erstmal das gegnerische Team raten und versuchen zu überlegen, wenn sie jetzt irgendwie gesagt hätte, zum Beispiel Flüssigkeit wäre einer der Tipps gewesen, hätte das andere Team überlegen können, da war lecker, Flüssigkeit, das passt ganz gut zusammen. Lecker könnte auch zu Kühlschrank passen, das wir ja vorher gemacht haben. Richtig. Deswegen muss man gucken, wo gehören die Begriffe so hin, wo erkennen wir ein System. Deswegen schreibt man sich die Begriffe hinterher auch immer in der richtigen Reihenfolge auf. Und so wird es halt auch von Runde zu Runde schwieriger, Tipps zu geben, wo man dazu um die Ecke denkt, dass das gegnerische Team nicht sofort draufkommt, wo man aber auch nicht sofort merkt, okay, das passt gar nicht zu den anderen Sachen. Und das ist super cool. Das ist ein bisschen wie Codenames, nur in noch anspruchsvoller. Also ja. Ich würde immer sagen, das sind das intellektuelle Codenames. Ja. Finde ich total cool. Das ist mein absoluter Highlight des Jahres. Habe ich letztes Jahr schon gespielt. Den Prototypen fand ich mega gut. Stefan hat es jetzt auf der Messe in Essen angespielt. Hat auch gesagt, sein Spiel des Jahres. Hatte ich letztes Jahr auch schon mal in Top 10 drin, außer Konkurrenz. Jetzt war es auch mal in Top 20 drin. Super cool. Also das werde ich Silvester auf jeden Fall auch mitnehmen. Das werden wir, denke ich, auch spielen. Das war einfach echt cool. Sag, es ist immer ein bisschen schwer zum Reinkommen, aber wenn man es einmal gespielt hat, ist es echt cool. Auch nicht zwingend für jede Runde was, aber... Nee, das geht bei uns auch nicht mit allen Leuten, aber mit manchen bestimmt. Dann haben wir gespielt das, was man immer spielen kann. Anno Domini, Kuriositäten und auch andere. Wir haben nur das gespielt. Genau, das ist natürlich auch ein Spiel, was ich auch in meiner Spielesammlung, ich habe jetzt 3 gehabt, ich habe jetzt Nummer 4. Das bleibt nämlich auch hier. Genau, spielen wir in Göttingen. Ich mag das Spiel, ich habe 20 Editionen von zu Hause, ich brauche die jetzt nicht zwingend. Darum ist es jetzt meine. Genau, das ist also auch ganz toll. Das kennt, glaube ich, auch. Genau, kennt ihr auch. Ne? Zeitstrahl auslegen, passend anordnen. Genau. Und das Schöne ist halt, ne? Also Karten anlegen und wenn die halt falsch liegen, sage ich Zweifel an. Wenn es richtig ist, kriege ich Strafkarten, wenn nicht, dann nicht. Und also ich habe ja mal gesagt, wenn ihr mit Anno Domini anfangt, fangt mit der Flops-Version an, weil da halt so kuriose Sachen drin sind, wo man sagt, what? Das ist wirklich passiert? Krass. Genau. Und das ist hier genauso. Da sind halt Dinge drin, wo man denkt, okay, interessant, cool. Und halt so ein toller Start. Also wenn Flops gerade ausverkauft ist, dann kauft Kuriositäten oder kauft einfach beide. Die anderen sind auch cool, kann man auch reinnehmen. Das sind auch oft Dinge, wo man sagt, okay, krass, wusste ich nicht oder cool zu wissen. Aber das sind so die beiden. Also es ist ein würdiger Nachfolger zu Flops. Von mir aus könnten die nur Sachen in der Richtung rausbringen, aber sagt bei den meisten von diesen Editionen gibt es irgendwelche Dinge. Und es ist auch tatsächlich so ein Spiel, wer es nicht hat, sollte es holen. Es gehört eigentlich in die Spielsammlung. Und wenn man das irgendwie mal in einer Spieleburg irgendwem empfiehlt, wenn man sagt, hier, total cool, man erklärt das kurz, das nehmen auch meistens Leute mit, die so die Art von Spiel generell interessant finden. Und die kommen in der Regel 2 bis 3 Monate später wieder und wollen mehr haben, wollen halt mehr Editionen haben. Es gibt 20 Stück davon, die kann man alle mischen. Und wie gesagt, Kuriositäten ist für mich auch zusammen mit Flops in den Top 2 der Anno Domini-Erweiterung. Hast du irgendwas Kurioses gefunden? Ja, zum Beispiel die niederländische Regierung ordnet an, dass bis zum 31. Dezember alle verheirateten weiblichen Beamten entlassen werden müssen, da ein Ansteigen der Arbeitslosigkeit infolge der Bevölkerungszunahme zu befürchten sei. Wann kann das gewesen sein? Keine Ahnung, 1784. 1949. Okay, das ist auch relativ. Also da sind total verrückte Sachen drin. Bing Crosby besingt eine Schallplatte, die sich in 50 Millionen Exemplaren verkaufen. Ja. Elton John heiratet aus 3 die deutsche Renate Blau. Oh, der hat einen Deutschen geheiratet. Der Papst drückt sich heimlich aus Castel Gandolfo und um anonym im Wintersportkleid mit Sonnenbrille dem Skisport zu frönen. Genau. Und so weiter und so fort. Also, das ist cool. Ein super cooles Spiel, sollte man zu Hause haben. Haben wir auch nur einmal gespielt, aber auch in einer Runde mit einer Freundin, die auch das schon gespielt hat und die Edition auch total toll fand. Also auch ein Top-Tipp von mir, Anno Domini, wer es nicht hat, auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist wirklich cool. Dann, haben wir ja auch schon drüber, war es in deiner Top 10, ja, ne? Ja. Also um nochmal zu Highlights zu kommen, so können Highlights unterschiedlich sein. Mhm. Thieves ist mein absolutes Highlight, auch der Essen-Messe, weil ich es richtig super gut finde. Hab's gestern mit Ben gespielt und Ben hat gesagt, naja, ist halt so ein Spiel, aber warum findest du das so gut? Und ich habe schon mit einem professionellen Schachspieler gespielt, der hat gesagt, boah, wie cool ist das denn? Und ich habe es mit meinen Britsch-Freundinnen gespielt, die sagen, super Ding. Ich habe es auch mit meinem 4-jährigen Enkel gespielt, der es nicht in Perfektion kann, aber der das Spielprinzip sofort begriffen hat. Über Farben. Genau, über Farben und ist ganz einfach erklärt. Man hat hier 4 so... Haben wir doch schon erklärt.
Haben wir schon erklärt? Ich glaube, alle, die jetzt das Gezockt gucken, haben auch unser Spezial. Okay, dann erkläre ich es halt nicht. Gesehen. Also wie gesagt, so können Spielegeschmäcker unterschiedlich sein. Ja. Ich finde es total toll und Ben hat, und ich habe es mitgenommen, ich durfte es gar nicht mitnehmen. Er hat gesagt, es muss hier bleiben, ich muss das rezensieren und ich muss es spielen. Und ich habe, Stefan hat gesagt, nimm es mit, einfach, es fällt überhaupt nicht auf, wenn es nicht da ist. War eine weise Entscheidung, denn es ist hier in Cuxhaven genau richtig. Wir werden es oft und viel spielen und Ben würde es einmal spielen zum Drehen. Ich würde es tatsächlich genau noch mit einer einzigen Person spielen, die ungefähr so hoch ist, mein Neffe. Das ist ungefähr der Einzige, mit dem ich das spielen würde. Ich denke, okay, er kann das spielen, hat Spaß daran, aber ansonsten müsste man mich echt foltern, um das zu spielen, weil es kann kurz vorbei, es ist gut, wenn es schnell vorbei ist. Nein. Und es kann echt lange dauern, dann will man eigentlich immer wegziehen, dass der andere seinen Auftrag erfüllen kann. Aber toll. So sind halt Geschmäcker unterschiedlich. Richtig. Also, wenn ihr eine Mutter habt, die abstrakte Spiele zu zweit mag, dann könnt ihr mal Thieves euch angucken. Ist ein bisschen schwer zu bekommen in Deutschland. Ich werde noch ein Video zu machen, wenn ich dazu, ich weiß gar nicht mehr, wann ich fahre. Du hast das Spiel gar nicht, es ist meins. Aber irgendwann werden wir das machen. So, next. Dann könnten wir hier Axiom nehmen. Mhm, das haben wir gerade heute Abend als letztes Spiel von diesem Urlaub gespielt. Das war auf meinem Pile of Shame. Ich hatte es noch nicht gespielt, habe gesagt, mach mal. Ich habe die Bedienungsanleitung gelesen und nicht so wirklich verstanden. Aber wenn man den Teilen schon sieht, es ist ein bisschen einfach genial und neu. Ja, für mich ist es wie Domino. Ist das nicht auch so? Oh, nee. Bist du auch mit Anlegen und gleiche Teile? Oder Quirkel auch so ein bisschen. Genau, oder wie Quirkel. Aber nachdem Ben das dann erklärt hat, haben wir es eben zu viert gespielt und war super. Meine Freundin, die ist 76 oder 77 mittlerweile, die hat Quirkel und das liebt sie sehr, aber sie hat auch dieses Spiel total gefeiert, hat gesagt, das ist richtig gut, das können wir gerne mal wieder spielen. Und ich hasse Quirkel wirklich. Ja, die Pest. Also, das mag er gerne. Also ich würde es mitspielen, aber auch mit den Farbenblinden, das ist echt schwierig für mich, die Farben zuzuordnen. Ja, aber hier ist und auch es ist Farben. Halt auch so, aber es sind nur Symbole. Ja, aber Quirkel hat auch. Ja, aber die gleichen, anders. Nee. Da sind ja Symbole und Farben getrennt, hier ist es ja immer eins. Ja. Und das finde ich, also ich fand ja einfach genial damals schon gut und das ist jetzt quasi noch ein bisschen gepimpt. Es war ja aber einfach genial auch teilweise, dass Felder frei geblieben sind. Und hier ist es halt so, wenn so ein Teil, so ein Feld frei bleibt, dann kann man da eine Pyramide reinstellen, dann kriegt man halt für alle angrenzenden Symbole auch nochmal Punkte. Und es ist halt auch dieses coole Prinzip, das er schon bei Euphrat und Tigris eingeführt hat. Ich bekomme halt immer Punkte, wenn ich Teile anlege, die dann eine gleiche Reihe bilden, aber am Ende des Spiels zählt nicht mein Geiz, mein bestes Ergebnis, sondern das schwächste Ergebnis. Wenn ich halt alle Farben außer Blau nach vorne bringe und mit Blau hinten auf der 2 bin, habe ich am Ende 2 Punkte. Deswegen kann man alles so möglichst gleichmäßig nach vorne bringen. Ein abstraktes, einfaches Legespiel, wo man trotzdem mal gucken muss, wie man die Teile hinlegt. Also habe ich gespielt und hat auch auf jeden Fall Spaß. Ich habe es gerne mitgespielt. An die Hersteller, falls mal irgendwer zuguckt, könnte ja mal sein, aus Versehen. Also ich würde lieber einen 5er mehr zahlen oder auch einen 10er, wenn das Spielmaterial etwas besser wäre. Es ist eben Pappe, hochwertige Pappe auf jeden Fall, aber es wäre schön, wenn es Kunststoffplatten wären, die man da bewegen kann. Ja, wie es einfach genial war. Ja, oder wie es bei... Das ist auch von Rainer Knizia, das ist nicht geklaut, sondern weiterentwickelt. Wie es bei Azul ist mit so kleinen... wie nennt sich das Material? Bakalit oder? Bakalit, also es wäre, wie gesagt, ich würde lieber ein bisschen mehr Geld bezahlen für das Spiel, aber da etwas wertiger. Aber es macht dem Spiel Spaß, es ist trotzdem toll. Auf jeden Fall. Ja, also wie gesagt, hätte ich auch Spaß dran. Mehr als ich vorher gedacht hätte. Dann haben wir gestern mit Max, mit meinem Enkel und Bens Neffen. Amazing Magic Maze Kids gespielt und das hat ihm Spaß gemacht. Wir hatten natürlich vorher Rudi alle gegen Rudi und Lila Laut gespielt. Und er ist 4 und es hat jetzt glaube ich eine Stunde gedauert. Das war schon viel für Vierjährigen. Die können normal in dem Alter nur so 20 Minuten am Stück vielleicht spielen. 10 Minuten hochkonzentriert und dann wird es wirklich schlechter, aber er hat 45 Minuten super mitgemacht und hier hat er dann so ungefähr bei der Hälfte gesagt, ich will nicht mehr. Zack, fertig, aufgestanden, weg. Aber er hat dieses Spielprinzip, dass man eigentlich nur mit 4 Kärtchen rauf, runter, oben, unten, links und rechts dieses Spiel bewerkstelligen muss. Das hat er super schnell überrissen und das hat ihm richtig Spaß gemacht. Er wusste auch, er durfte immer dann 2 Richtungen spielen und das lief richtig gut. Es lief gut. Ich glaube, an dem Punkt, wo es ihm richtig Spaß gemacht hat, sind wir noch nicht. Ich glaube, er hat es interessiert mitgespielt. Ja. Und es ist ja auch so ein Tutorial-Ding. Das hat irgendwie, ich glaube, 10, 12 Einführungsmissionen, die jeweils auf dem Spielplan so die
Basisregeln einführen mit hier, wir teilen die Bewegung auf, dann auf einmal, oh, es gibt auch mehr als nur einen Weg und dann müssen wir so Zutaten finden, dann haben wir zwei Figuren, die sich über den Weg laufen, wo die, halt, die sich nicht begegnen dürfen, weil dafür sorgen muss, dass sie ausweichen und so wirklich, das Tutorial hier drin ist super easy und da haben wir, ich glaube, die ersten 6 Missionen vorgespielt, von 10 oder so, die es gibt, also sind da noch nicht am Ende. Wie gesagt, ich werde es jetzt wahrscheinlich nicht miterleben, wie wir da bis ins Ende kommen, zumindest nicht aktiv. Und mir wird darüber berichtet und ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn er wirklich das volle Spiel hat, wenn man das vielleicht auch mal mit 4 Leuten spielt, dass jeder nur eine Richtung hat. Und, aber es ist cool, das ist wirklich. Marcel hat es ja auch zu Hause, der hat es mit seinem schon ein bisschen älteren Sohn gespielt und er meinte auch, das ist auch cool, weil das können die Kinder auch gut zusammenspielen, also 4-Jährige wahrscheinlich noch nicht, aber so ne, ab 6 oder 5. Schulkinder das, können das super Schulkinder spielen. Auf jeden Fall, die können wir wahrscheinlich auch schon irgendwann das große Magic Maze spielen. Aber also wenn die Kinder das hier spielen und spielen können, dann könnt ihr auch mit 6, 7 mit denen das normale Magic Maze spielen. Also das ist echt niedlich aufgemacht. Auch mit diesem Zauberkessel hier, wo dann die Zaubertränke, also die Zutaten reinkommen. Wir sind Trankbrauen. Dieser König ist dann irgendwie ein Frosch und dann müssen wir diesen Kessel rühren und dann drehen wir die Karte und wird aus dem Frosch wieder ein König. Und das ist also echt super niedlich und super schön gemacht. Ja. So, stapelt sich alles. What next? Minara, das war mein Weihnachtsgeschenk? Eins meiner vielen, vielen Spiele, die ich zu Weihnachten bekomme. Habe ich auch ja schon richtig viel von erzählt. Haben wir in wie vielen Gruppen gespielt? 1, 2... Wir haben tatsächlich auf einmal mit Max gespielt. Ja. Das ging auch. Das ging super. Wir haben es auch mit meinem Onkel gespielt. Der fand das auch mega interessant, wie ich auch schon in dem anderen Video gesagt habe. Wir hatten auch einen mega schlechten Start. Ich dachte, oh, fuck, jetzt ist so das passiert, was gar nicht passieren darf, dass wir nicht die passenden Teile haben, dass wir schnell Karten abwerfen müssen, dass wir gleich nach 3 Zügen 7 Stockwerke hochbauen müssen und auch eine super krasse Basis hatten, wo wir nicht viel zum Ausweichen haben. Ich dachte, oh, das wird nicht gut gehen. Es ging nicht gut, aber es ging ungefähr hier auf Level 7. Ja, aber das lag an den 1,5 Liter Wein, die mein Mann getrunken hat. Und dann war es halt, ja, und es war ungefähr 2:30 und da ist es halt eingestürzt. Und es waren auch alle drin. Ja. Also auch für mich eines der Familienspiel-Highlights 2018. Absolut. Das ist meins. Und es lässt auch nicht nach. Also ich spiele es immer wieder gerne mit. Ich könnte es jetzt, glaube ich, also auch in Göttingen, wenn man Göttingen nicht jetzt 5-mal die Woche spielen, aber so 1-2 Wochen könnte man das, ich habe es ja auch Gott sei Dank zu Hause, auf den Tisch bringen. Und ich, gerade wenn man es wirklich so hoch schafft, das Kooperative ist halt das Geniale da drin. Ich weiß, viele Leute wollen irgendwie gemein und fies und so. Ja. Es gibt ja auch Bowser, klar, bei Bowser kann ich das auch so bauen, dass nach 3 Teilen das Ding umfällt. Aber wow, ich, ja, toll, dann habe ich einen Punkt. Aber hier hoch und guck mal da und hier nicht und hier die kannst du, da nicht, oh, das schaffst du. Das ist halt so, man ist voll drin, man fiebert mit und das ist halt echt cool. Also, Top-Spiel. Absolut einmal um, großartig. Dass man mal sehen kann, wer es nicht so genau kennt. So. Na, hier bauen wir diesen Turm. Dann kann es auch teilweise sein, dass ihr so eine Aufgabenkarte aufdeckt, die einfach nur sagt, stell 2 Säulen. Dann stellt man 2 Säulen auf die farblich passenden Felder. Wenn man damit so ein Ding voll hat, muss man halt eine neue Ebene drauflegen. Es kann aber auch mal eine Karte kommen, bewegt eine ganze Ebene, ein Stockwerk oder mehrere Stockwerke höher. Dass man das halt runternimmt und irgendwo anders draufstellt. Oder dass man Säulen irgendwo rausziehen muss und die dann nach oben stellen muss. Das geht in der Regel, was immer verwundert, wie stabil das doch steht. Aber es ist wirklich richtig cool. Also von mir eine absolute Top-Empfehlung im Jahr 2018. Bei mir auch. Darum auch vollkommen zu Recht in meinen Top 10 2018. Könnte das einfach echt Familienspiel des Jahres werden? Nee, es wäre wenn bei diesem drin gewesen, aber wurde nicht mal empfohlen, was ich echt null verstehen kann. Auch wenn das natürlich ein bisschen ähnlich ist wie Villa Paletti. Villa Paletti ist mittlerweile ewig alt. Ich finde, also ich habe Villa Paletti auch mal gespielt. Das war halt so nett, aber das Ding hier ist wirklich richtig gut, ein richtiges Highlight. Das ist, also wie gesagt, mein persönliches Familienspiel 2018 vor allen anderen. Vor Meeple Circus, vor Just One. Die anderen kommen quasi, Just One kommt, glaube ich, für mich persönlich direkt dahinter. Aber das ist echt super, super cool. Wer es nicht hat, unbedingt ausprobieren. Apropos Highlights des Jahres. Detective Club. Habe ich ja auch schon super viel von erzählt. Ein Spiel, bei dem wir Tränen gelacht haben. Haben wir ja tatsächlich auch. Als die Karte kam, ja, und die guckt ja so, dann so ein Mädel, das ins Wasser geguckt hat und Ulla erzählt das, ja, die hat dann da nach dem Besuch, was da gefordert war, im Ring und der war halt weg. Ja, war halt so, es hätte ungefähr zu jeder anderen Karte passen können. Das, ja, aber ich habe, glaube ich, mit Abstand die besten Geschichten erzählt. So ein Crossover aus Agent Undercover oder Spyfall und Dixit. Auch so diese bunten Karten. Oh, und so jeder, schöne Karten. Also die Karten sind, es sind auch doppelt so viele wie bei Dixit und so, es sind ja immer nochmal 84 bei, hier sind es gleich 168.
Metallbox ist tatsächlich nicht so super geil. Für mich auch mit Widmung vom Auto, den ich da irgendwie in Essen getroffen habe. Und ja, ne, dieses Konzept, dass jeder einen Begriff bekommt, außer einer. Das ist meine absolute Lieblingskarte. Dieser Junge mit dem Teddy, die so in die Ferne schauen. Ich kann alleine mir nur die Karten anschauen. Das ist ja, so. Die Karten sind echt, die sind auch noch schöner als die Dixit-Karten. Dixit-Karten haben dann doch im Verhältnis, zumindest die alten, relativ wenig Details. Die neuen sind da wahrscheinlich auch ein bisschen vielfältiger. Aber von diesen ganzen Spielen, egal Mysterium, Dixit oder was auch immer es da gibt, ich habe es vor der Messe nicht haben wollen, weil ich dachte, auch wieder so ein Crossover von diesem Spielkonzept mit Dixit-Karten. Ugh. Aber es ist für mich das Beste von diesen Spielen. Definitiv mit weitem Abstand. Der Katze ist so sieht man das? Cool. Das sieht man bestimmt. Da, jetzt sieht man es. Guckt schon ganz witzig. Nochmal Katze. Oh, ist das für Katzenfreunde? Ja, egal. Du sagst, ist ja gerade nicht lieferbar, leider für viele jetzt so zu Weihnachten und Silvester nicht zu bekommen, aber es wird im Frühjahr, schließlich im zweiten Quartal wieder da sein. Das ist eh nicht so die Hardcore-Spielezeit. Das muss tatsächlich mit. Warum? Weil wir das auch hoffentlich Silvester spielen. Und ihr habt Dixit. Wir haben einiges, was ja auch, ne, Silvester spielen wir mal, also früher war ich voll bei, ne, und jetzt bin ich voll bei lecker essen, aber da wir danach nicht mehr feiern gehen, wir haben den ganzen Tag, oder den ganzen Abend, den ganzen Morgen Partyspiele spielen wahrscheinlich und kein Twilight Imperium. Wie gesagt, ab dem Frühjahr wieder erhältlich auf Deutsch oder auch auf Englisch, das ist komplett sprachunabhängig. Ja, dann habe ich zum Geburtstag bekommen und das war im letzten Jahr schon mal genauso. Ich habe jetzt bekommen Penny Papers, ist nett, aber ich habe Ben gefragt, ob er traurig wäre, wenn er das wieder mitnehmen muss, weil das würde bei uns verstauben, das spielen wir nie wieder. Und er hat in Göttingen jemanden, Corinna, kennt ihr ja auch alle, die würde sich super freuen, Corinna, wenn du siehst. Ich habe jetzt nicht schon gekauft, weil ich habe jetzt quasi als übrig. Wenn du siehst, du hast keins übrig, ich schenke ihr das, weil sie mag es und ich mag es nicht und ich würde mich ganz doll freuen, wenn sie es noch nicht hat und mein Penny Paper spielen würde. Für mich war das gar nicht. Da steht da Kenner drauf. Da steht tatsächlich auch Kenner drauf. Es ist denn tatsächlich kein Familienspiel. Ich dachte schon, ja, das ist so das Familienfreundlich, so, weil es auch so nett ist. Das hat ja auch Corinna, ich finde das beide toll, dass man jetzt so Schätze findet. Man trägt Zahlen ein und wenn man dann so einen Schnittpunkt hat, dann hat man da einen Schatz gefunden. Allein dieses Schnittpunktkonzept ist schon, ja, das habe ich jetzt hier in der Runde gemerkt, aber auch tatsächlich schon in anderen Runden, das ist erstmal nicht so leicht zu begreifen. Und wenn man das einfach raus hat, geht das schon. Aber also ich und Corinna finden es, glaube ich, cooler als die meisten anderen Leute, mit denen wir es gespielt haben. Genau. Und also hier haben wir es auch gespielt. Und ich bringe auch normale Spiele mit, wo alle sagen, boah, wie cool, so wie bei Just One oder auch bei Berratti oder was auch immer. Und das war halt sowas, wo man gemerkt hat, okay, wir haben das jetzt fertig, lass mal was anderes spielen. Genau, unbedingt und schnell. Und ich finde es halt immer noch total cool eigentlich, ja, auch gerade weil es ein bisschen das auch für Leute, die es gerne fies und gegeneinander mögen. Hier werden auch wieder, wenn man Totenkopfwürfe die Spielpläne ausgetauscht, man malt irgendwie einen Totenkopf hin, da kann er richtig viele Minuspunkte für bekommen, wenn man nicht aufpasst. Ich weiß gar nicht, wann das gemeint ist, weil ich gar nicht weiß, wo es hinmalen soll. Ich nimm es mit. Genau, wir packen es wieder ein. Aber es ist wie Thieves. Thieves liebe ich und du magst das. Dann habe ich natürlich auch zum Geburtstag oder zu Weihnachten Love Letters bekommen. Mit gleich Erweiterung, mit Erweiterung. Die ich auch noch nicht kenne, die wir leider auch nicht gespielt haben. Nee, das haben wir nicht geschafft, aber das haben wir gespielt und das hat uns allen, das habe ich Heiligabend bekommen, ne? Mhm. Und wir haben es auch mit Barbara gespielt. Wir haben es gleich Heiligabend gespielt. Genau, auch da sind die Karten wirklich super schön, ganz toll gemacht, das Artwork ist da herrlich. Schöne Karten, schöne. Illustriert von Andrew Hepworth Herzen. Und Jeffrey Himmelmann. Ja, also wirklich wunderschön gemacht, schöne Karten. Das hat uns viel Spaß gemacht, ist auch ein schnelles Spiel, schnell erklärt, macht Spaß, ist, ja, super. Genau, die Erweiterung geht nochmal 21 neue Personenkarten rein, neue Herzen aus Holz, man kann es jetzt eben auch mit bis zu 8 Spielern spielen, man nimmt ja auch tatsächlich alle, ich glaube, 32 Personenkarten, die da drin sind, man kann auch, glaube ich, einfach die Karten bunt mischen oder so, ich habe die Anleitung jetzt noch nicht gelesen, aber wir sind leider nicht dazu gekommen, das auch mit Erweiterung zu spielen. Vielleicht nehme ich die nochmal mit. Na. Und probiere das aus und gebe das dann meiner Mutter das nächste Mal mit, wenn sie da ist, weil da würde ich auch gerne ein Video zu machen. Aber ich bin ja auch hoffentlich irgendwann demnächst mal wieder in Cuxhaven oder bekomme Besuch zum Geburtstag und dann kann man das ja auch mitbringen und wir können das mal spielen. Aber ich finde Love Letter auch. Wir können tauschen. Du könntest Detective Club hier lassen und darfst dafür Love Letter mitnehmen. Okay, kann ich. Also das ist ein Spiel, das gebe ich nicht wieder mit, also gebe es nicht zurück als Geschenk. Das behalte ich sehr gerne, weil das ist eine nette Spielidee.
Ja. Fällt mir gut. Einfach und trotzdem unterhaltsam. Es kann ja immer irgendwas passieren, crazy stuff, dass man denkt so, oh geil, ich habe irgendwie die achte Prinzessin, gewinn damit und meine andere Karte ist so, du musst die Karte mit Mitspieler tauschen. Hier, bitte. Und das ist die letzte Aktion des Spiels, dann muss ich Dankeschön. Aber das ist also, ein Kumpel meinte auch mal, man könnte das Spiel auch nennen, was passiert mir, weil man fast keinen Einfluss hat auf das, was passiert. Manchmal schon Entscheidung. Ich mag es einfach. Es ist einfach schick und schön. Ja. Wir hatten gerade einen kleinen Ton aussetzen, deswegen war der Ton gerade nur iPhone-Ton, nicht der Ton von dieser behelfsmäßigen Konstruktion, aber weiter im Text. Genau, also das habe ich gedacht. Wir haben es am ersten Abend mit meiner Nichtschwiegertochter und deren Freund gespielt. Meine Nichtschwiegertochter spielt eigentlich nur so Phase 10 und Monopoly. Mittlerweile aber auch schon ein paar mehr Sachen, weil Ben infiziert hier alle. Also da kommt keiner. Ja, kommt keiner dran vorbei. Und gute Spiele zünden ja auch einfach. Das ist immer schön. Wenn Spiele interessant sind, mögen die Leute sie. Das sage ich immer. Genau. Und so ist es hier auch. Wir sind alle. Und ich habe also gedacht, mit ihr funktioniert Berati nicht. Aber sie mag es total. Ihr Freund mag es. Alle, mit denen wir es bis jetzt gespielt haben, finden es total toll zum Spielprinzip. Das musst du erklären. Assoziationsspiel einfach. Ich habe es dir auch schon ein paar Mal erklärt. So, einfach Begriffe assoziieren. Und das wurde auch dann relativ zügig festgestellt. Da war auch wieder der Freund dabei von der Schriftspielerin, die wir alle nicht kannten, der sich aber auch gleich total gut integriert hat. Und der auch gleich meinte, ja, es ist ja dann auch irgendwie ein bisschen Zufall. Die Karten vom Stapel können ja deutlich besser passen als die Karten, die Spieler gelegt haben. Ja, tatsächlich ist das so. Aber das Diskutieren darüber, dieses Beratschlagen, was wir jetzt nehmen und auch die Gedanken, die man sich macht, warum man welche Karten dahin spielt, hinzuzuhören, warum die Leute jetzt darüber diskutieren, es ist einfach super lustig. Auch da haben wir echt viel gelacht bei. Und so, leider gerade leichtes Soundproblem, deswegen so ein paar Schnitte und auch manchmal der normale iPhone-Ton, nicht der Ton hier vom Mikrofon, der ein bisschen besser ist hoffentlich. Wie gesagt, Berati habe ich auch schon viel zu erzählt. Macht einfach Spaß, kommt immer wieder gut an. Haben wir halt auch wirklich schon viel gelacht bei. Ob das jetzt so eine Platz 1-Nummer in Essen ist, weiß ich nicht wirklich. War es halt. Aber halt ein cooles Spiel. Also macht einfach Spaß, kommt toll an. Und für so einen Zehner kann man das auf jeden Fall mitnehmen. Dann sind wir auch schon tatsächlich fast am Ende. Krass. Wir haben aber auch noch Trick and Trouble gespielt. Auch wieder, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? Stichspiele in Göttingen. Komplettes No-Go hier in Cuxhaven, eigentlich eher ja, wenn sie cool sind. Das ist halt, ne, steht ja auch hier an der Seite drauf, für, ich hoffe, man sieht es, genau 3 Spieler, also man muss wirklich zu dritt sein. Und es ist kooperativ. Also wir spielen wirklich gemeinsam gegen das Spiel. Da habe ich halt gehofft, dass es hier in Cuxhaven gut funktioniert und gut ankommt. Und es ist genauso gut, also es ist jetzt, glaube ich, nicht so, dass hier alle sagen, boah, total krass, aber ich habe immer gesagt, es ist ein Spiel für Leute, die Stichspiele mögen und kennen. Nicht so, um Leute an Stichspiele ranzuführen. Und das Konzept, wo so der Kniff war, haben meine Eltern gleich sofort überrissen. Wir wussten sofort, ja, aber das hat er mit den Leuten in Göttingen, die haben das nicht. Die haben den Witz bei Stichspielen nicht gefunden, auch nicht, worauf spielen wir jetzt eigentlich. Und dass wir da halt Karten hinlegen müssen, die irgendwie mal das Gleiche machen. Dass wir uns überfragen, welche Kombination von Karten gibt es. Die 2 bis 9, irgendwie, ich glaube, alle einmal. Und Hybridkarten und dass man genau guckt, wann man welchen Stichspiel, um wirklich viele Machen zu machen. Das war nicht wirklich schwer. Ja. Man muss halt schon so ein bisschen auch, am Anfang ist es so, warum sollen wir überhaupt Karten weitergeben? Irgendwann wird gemerkt, in der Regel macht es Sinn, Karten weiterzugeben. Genau. Aber auch nicht zwingend immer. Und sich das dann so hinzuspielen, dass wir viele Punkte bekommen. Wir haben noch nicht den Highscore geknackt, aber ja, ich fahre jetzt, wie gesagt, leider morgen wieder. Ich denke, wenn ich noch hierbleiben würde, würde ich das noch ein paar Mal spielen. Vielleicht spielen wir es morgen noch, wenn wir rechtzeitig noch wach werden, dass wir noch wirklich ein Video dazu machen, weil das würde ich halt wirklich gerne dann jetzt auch bald machen, weil ich finde es ein cooles Spiel, das auch ein paar mehr Leute kennen sollten. Und das ist halt in Göttingen auch wieder schwer möglich, wie gesagt, ne? Kenne das richtige Spiel für deine Spielerunde, dann hast du damit Erfolg. Das ist ein Leid, das leider manche Leute haben, weil die Spiele total cool finden und die keine Spielerunde dafür haben. Doof, wenn sie nur Phase 10 spielen müssen. Also das wird halt gut nach Göttingen, nach Cuxhaven passen. Ja. Und wenn ihr halt wirklich Stichspiele cool findet und das Konzept von einem kooperativen Stichspiel cool findet, dann ist es halt ein Spiel, das man sich angucken kann. Ich habe direkt gesagt, beim Artwork würden meine Eltern wahrscheinlich sagen, brauchen wir jetzt nicht so. Fand ich jetzt nicht so schlimm. Da habe ich ein bisschen überrascht, dachte eher, dass wir ein bisschen mehr auf Ablehnung stoßen, aber... Schön ist, ich mag immer so Spiele, wenn da sowas dabei ist, wo eben draufsteht, genau, ja, danke, wo draufsteht, wie es geht. Das finde ich gerade in meinem Alter sehr schön, wenn ich es vor mir liegen habe und kann gucken, was muss ich tun. Wunderbar. Darum, das ist ein schönes Spiel, ich mag es. Auf jeden Fall, aber ich mag mehr Frantic. Frantic ist ja hart gegeneinander, das hier ist so Knobeln. Ist genau. Was? Frantic ist auch wirklich kompletter Zufall, das hier, da muss man, ja, kann man sich ein bisschen reinfuchsen. Ja. Dann haben wir tatsächlich noch Werewolves 2 Spiele. Werewolves, auch in der Spielerunde, die nicht so 100% dafür geeignet war. Ich habe es halt auch einmal direkt nach Essen gespielt und
wusste dementsprechend noch nicht mehr so 100%, wie es geht, musste viel nochmal nachgucken, so, wann gewinnt jetzt die Werwölfe, wann der Seher, ist ja auch im Prinzip eine Variante von Werwolf. Und so ein Mix aus Insider, was ihr vielleicht kennt, wenn ihr alle meine Videos guckt, weil da habe ich auch schon ein Video drüber gemacht, also schon spät, früh nachts, wo es im Prinzip nicht wie bei Werwölfe darum geht, jetzt nicht irgendwelche Fake-Geschichten auszudenken und andere Leute zu beschuldigen und zu lügen oder so. Es geht einfach nur darum, dass es ein geheimes Wort gibt, was ein Spieler, der Moderator, der auch eine Rolle hat, kennt. Und die anderen Spieler müssen halt Ja-Nein-Fragen stellen, so ein bisschen wie bei Black Stories, um rauszufinden, was es ist. Also für einen Gegenstand einfach nur. Wir hatten auch mal das Wort T-Shirt-Kanone. Da sind die Leute auch wirklich schwer drauf gekommen. Ja. Und es war halt eines von diesen wirklich schweren Wörtern. Und es müssen halt nur Ja-Nein-Fragen gestellt werden. Und in einer Runde hast du dann den Werwolf und du hast halt Fragen gestellt und Fragen gestellt und die wurden auch beantwortet und irgendwann dachte sich auch so der Typ, der die, der die Fragen beantworten müsste, jetzt für dumme Fragen, hör mal auf. Und hat aber einfach weitergemacht, immer weiter Fragen gestellt, die echt bescheuert waren, aber trotzdem so nach dem Motto, ey, ist doch klar, hör mal, ja, hier, ja, ja, nein, sind die dämlichsten Fragen überhaupt, bis wir dann gemerkt haben, ja, Moment, ist der Werwolf. Da brauchen wir auch ein bisschen Erfahrung für, um zu merken, okay, uns ist ja gar nicht aufgehört, wir sind gar nicht zu Wort gekommen. Das war mein Plan. Ja, und dann gibt es halt noch einen Seher, der eigentlich die Leute auf das richtige Wort bringen soll, damit es wirklich geraten wird. Und dann kann man nämlich, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube tippen, wer der Werwolf ist, oder wenn der Werwolf enttarnt wird, kann er tippen danach, wer der Seher war, sprich, man muss auch so ein bisschen untergehen. Ich werde das auch noch ein paar Mal spielen, ich hoffe, dass wir das auch Silvester spielen werden, aber wie so oft werden wir gar nicht die ganzen Spiele spielen können, die ich Silvester spielen möchte. Aber da kommt auch im Januar die deutsche Version von raus und wir werden euch dann nochmal ein richtig schönes Video machen, so ein Let's Play, wo wir auch genau erklären, was, wie, warum man irgendwas macht. Das hat auf der App die ganzen Rollen bedient und es ist wirklich, ich finde, ein cooles Spiel, aber man braucht halt die richtige Runde. Die richtige dafür, auf jeden Runde. Fall. Dies ist ein Spiel, das spiele ich, wenn Ben dabei ist und die richtigen Leute da sind, super gerne. Ich würde es aber niemals hier behalten wollen, weil wir hier nicht die richtigen Spielrunden haben. Das ist eher ein Göttingen-Spiel tatsächlich. Ja, und mit der App ist es toll, weil wenn dann so die Wölfe heulen, wenn man die Augen zu hat und so, das ist schon Atmosphäre. So, und dann das letzte Spiel, No, habe ich auch tatsächlich, war ich ja im Adventskalender drin. Ich habe es heute das erste Mal gespielt, gibt es ja auch mit dem Google Home Mini direkt, so ein Alexa-Ding im Prinzip. Den hätte ich gerne. Und, wahrscheinlich willst du gleich antworten, so ein immer aktuelles Quizspiel, weil es gibt zum Beispiel Fragen da drin, die lauten, welche Windstärke ist gerade in Hamburg? Und da geht es dann wirklich um jetzt gerade. Das heißt, jeder schreibt auf dem Zettel auf, was er denkt, was die Windstärke ist. 20 km/h, 5 km/h, 100 km/h. Und dann wird halt gesagt, hier, okay Google, dann macht die App dafür auf, welche Windstärke ist gerade in Hamburg? Und dann sagt halt Google, 15. Oder man fragt, wer ist gerade Präsident in Spanien? Ja, habt ihr einen Trivial Pursuit von vor 10 Jahren? Keine Ahnung. Da steht halt irgendwer drauf, der es damals war. Da muss man sich echt gut in Geschichte auskennen und sich das noch irgendwie gemerkt haben, weiß man in der Regel nicht. Hier sagt halt die App immer, wer der aktuelle Präsident ist oder wie die Lebenserwartung in der Schweiz ist. Es wird sich nur wenig ändern, das kann sich aber auch ändern. Wie ist das letzte Spiel zwischen Deutschland und Italien ausgegangen? Das war halt jetzt tatsächlich 0-0, was keiner von uns getippt hat. Das kann in einem Jahr komplett anders aussehen. Oder wie weit ist es von hier nach Augsburg? Ja. Es ist natürlich anders, ob Ben das in Göttingen spielt. Da sind es vielleicht nur 310 Kilometer und von Cuxhaven nach Augsburg sind es halt 620 Kilometer. Oder wie viele Tage sind es bis Ostern? Genau. Also dieses Spiel, ich habe es jetzt schon oft gespielt. Und das erste Mal, als wir es gespielt haben, hat es natürlich ein bisschen gedauert, bis wir das mit dem Google Assistant rausbekommen haben, wie das alles so geht. Und wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten, dass Google uns versteht und auch immer richtig, also Antworten schon, aber bis es uns verstanden hat, hat immer ein bisschen gedauert. Ja. Das weiß ich jetzt genau, wie es geht. Und in der ersten Runde haben wir, glaube ich, 3 Stunden durchgehend gespielt und es war uns so egal, wer gewonnen hat und wer verloren hat, weil wir einfach diese Idee mit Google da zu kommunizieren, total toll finden, obwohl das Spiel kann man auch ohne Google spielen. Es ist halt ein normales Quizspiel. Es sind so WLAN-Symbole drauf. Dann würde ich es aber nicht nehmen, dann würde ich lieber Besserwisser spielen oder das Kneipenquiz oder so. Auf jeden Fall, aber mit der Google-Anbindung finde ich dieses Spiel grenzgenial. Ich mag das total gerne. Wir haben es aber auch schon in der Spielrunde gehabt, da haben wir noch 5 Minuten aufgehört. Das waren aber auch Menschen, die nicht zulassen wollen, dass sie vielleicht mal etwas nicht wissen. Gut, für die sind Wissensspiele natürlich, genau, überhaupt nicht geeignet, aber alle anderen, die es bis jetzt mitgespielt haben, finden das einfach gut. Und tatsächlich, es hat hier in der Mitte, sieht man es vielleicht, einen Buzzer, den du nicht magst. Ich mag den. Den magst du. Wir haben es halt auch mit der Bridge-Freundin heute gespielt und die hat dann auch gesagt, ich will da nicht draufhauen.
Also, und auch wenn ich es in Göttingen spielen würde, sobald Corinna und ich einmal gleichzeitig auf diesen Buzzer gehaut haben und ich hau da halt drauf, dann würde ich auch sagen, ich hau da nicht mehr drauf, weil ich habe Angst um meine Finger. Also das ist tatsächlich aus mehreren Gründen ist so ein Buzzer ein witziges Gimmick, aber man braucht es nicht. Wir haben es nur auch einfach so gespielt, dass wer es weiß, der ruft es halt, und wer es zuerst reinruft, der natürlich. Das geht dann, funktioniert auch, weil es kann auch sein, beim Draufhauen, dass die Spielfiguren umfallen, man nicht mehr weiß, wer wo steht. Und, ich stehe immer vorne. Ja, nicht immer, ab und zu habe ich dann auch mal geführt. Ich glaube, keine Runden, das war aber auch mehr Zufall. Und dieses Google-Ding, es versteht dann halt wirklich manchmal nicht. Man sitzt und sagt, okay, Google, mach mal das und das und das. Aber vielleicht ist das mit dem kleinen Teil, was dazu gehört, wenn man die andere Edition kauft, vielleicht ist es wirklich besser. Das werde ich ausprobieren. Ich werde es auch ausprobieren, weil ich habe es jetzt zu Hause. Ich werde es einfach mal auspacken und die dann auch wahrscheinlich zuschicken, weil so werde ich es auch nicht spielen. Aber auch da ist tatsächlich die Sache, es gibt noch ein paar Audiosachen. Die Qualität, wenn man es jetzt nur über das Tablet hört, ist nicht so geil. Wenn man es irgendwie an eine Box anschließt, dann hat man da zwar den Ton, dann hat man da aber auch das Mikro, was vielleicht auch schlechter ist als das iPhone-Mikro. Da ist wahrscheinlich tatsächlich das Erlebnis mit dem Google Home Mini besser. Ich habe so ein Ding noch nie ausprobiert. Ich habe es, wie gesagt, zu Hause, werde das auch nochmal ausprobieren. Und alles in allem ein Spiel, wo ich schon sagen würde, wenn man jetzt sagt, man hat kein Problem mit diesem, dass man halt Google dafür benutzen sollte, sonst ist es halt nicht wirklich cool, man braucht den Google Home Mini nicht wirklich, ein Smartphone reicht auch, wenn man damit kein Problem hat, dann ist es echt, kann es interessant sein. Ich habe so schön gesummt, muss auch manchmal Lieder summen, die sind einfach nicht draufgekommen. Also Summen, also du kannst überhaupt nicht summen. Ich mein Will immer gedacht, Rock You war so traumhaft schön. Und ich habe gedacht, er hat Schmerzen. Ja, hallo, ich habe quasi Arien gesungen. Wenn ich das auf Schmerzen. YouTube hochladen würde, ich hätte wahrscheinlich 20 Millionen Klicks für das beste Cover überhaupt. Freut euch, dass ihr das nicht hören müsst. Ich glaube, wir haben es auf Video, ich muss noch das Video zum Spiel hochlade. Kommt es mal an. Werde ich auf jeden Fall irgendwie zeigen, entweder mit der Let's Play-Runde von heute oder ich mache es nochmal irgendwie neu mit einer schönen Kamera-Perspektive. Aber alles in allem, auf jeden Fall ein Quizspiel, was ich auch durchaus empfehlen würde. Weil halt diese Art von Fragen, auch einfach, wie weit ist es von hier nach Kasachstan? Man hat so ungefähr eine Ahnung, wo Kasachstan ist, wobei, wenn ihr jetzt einen Globus bekommen würdet, ohne Gebietsgrenzen drauf, man ist da ganz schön blind und weiß gar nicht, wo es ist. Und so eine Entfernung, dass man sich überhaupt vorstellt, wie viele Kilometer sind das? Kann da, das ist 3000 sein, müssen wir jetzt Google fragen. Und dann zu überlegen, wie lange brauche ich zu Fuß für 3000 Kilometer? Sind da auch mal Sachen, womit man sich dann beschäftigt, was man sich sonst gar nicht so fragt. Was ja auch nicht so wirklich elementar wichtig ist, aber es ist durchaus interessant, mal drüber nachzudenken. Ich mag das total. Und dann haben wir alles gespielt, was hier liegt. Wir haben noch Lila Laut und Alle gegen Rudi gespielt. Brauchen wir auch nichts mehr zu sagen, weil das habt ihr natürlich schon geguckt. Wenn ihr es nicht geguckt habt, schaut es mal an. Mein kleiner Neffe ist echt niedlich. Vor allem, der hat da so ein paar Schoten rausgehauen, gerade am Ende, wo er auf einmal gesagt hat, wir sehen uns bald. Wo er dachte, ja, cool, das jetzt an der Stelle anzubringen. Also den sehen wir auf jeden Fall demnächst wieder. Ich habe auch Magic Maze mit ihm gefilmt, aber halt auch nur diese Tutorial-Dinger. Ich muss mal gucken, wie ich das miteinander verknüpfe. Ich werde vielleicht das so als Let's Play-Video machen und dann mal so ein Fazit-Video. Dafür muss ich halt auf Feedback von hier warten. Vielleicht macht ihr auch mal ein tolles Video dazu. Müssen wir mal gucken. Wer sich mehr Rezensionen von Mama-Oma wünscht, gerne einen Kommentar schreiben. Vielleicht ist dann ja auch die Motivation ein bisschen höher, das zu machen. Ja, es war für mich. Ich will dir keine Konkurrenz machen. Das lädt sich auf meinem Kanal hoch. Das lebt dann nur das Geschäft. Also sorgt ja für ein bisschen mehr Vielfalt auf dem Kanal. Und ihr habt es in den letzten Videos schon bemerkt, wo ich ja auch dann kaum zu Wort gekommen bin. Also ne, nicht nur das schlechte Malen, das vererben auch andere Dinge. Und also wir haben super viel gespielt, eigentlich von dem Tag an, wo ich gekommen bin. Ich bin so fertig. Ja gut, ich habe keine Nacht mehr als 4 Stunden geschlafen, weil wir immer so... Was nicht am Spielen lag, sondern auch teilweise am Enkelkind und am Besuch, den wir da hatten. Ja, aber wir haben lange und viel und intensiv gespielt. Aber das machen wir immer, wenn er hier ist. Ja, aber dieses Jahr war es echt so viel wie noch nie. Wir haben aber auch mittlerweile, habt ihr auch schon gesehen, so viel wie nie da. Ich habe noch coole Sachen mitgebracht, wenn hier auch viele Sachen da bleiben. Wir sind schon sehr, weil wir haben auch das gezeigt, ne, Spieleschrank, und da hieß es auch, oh, cool, aber auch schon ewig nicht mehr gespielt. Das ist ein Problem, das... Oder auch noch gar nicht. Oder auch noch gar nicht. Ich habe ein Pile of Shame. Oh, ich habe gedacht, das habe ich nicht. Und der ist gar nicht so klein. Da stehen schon so ein paar Sachen drauf. Ich habe immer voll gemeckert mit Ben. Ich sage, das kannst du nicht machen. Du musst die Sachen spielen. Und ja, und heute hat er gesagt, und du? Wieso spielst du nicht? Wieso kannst du dazu nichts sagen? Ja, ist doch doof. Aber ja, also wir sind mal gespannt, wie das in einem Jahr sein wird, weil da werden wir hier wieder sitzen, werden wieder einen gezockt machen, werden, also ich glaube, eine neue Top 10 machen wir so in 2-3 Jahren. Das muss man auch nicht zwingend jedes Jahr machen, weil hier ist die Fluktuation an Spielen ja auch schon nicht so klein. Ich glaube, die ist auch schon fast auf dem Level von einem normalen Spielerhaushalt, aber halt noch nicht so hoch wie bei mir. Aber das geht auch. Ja, das geht schon. Ich kenne Leute, die haben mehr Spiele kaufen als ich. Aber ich kenne Leute, die kaufen viel weniger Spiele. Ja,
gut, ist halt Berufskrankheit in dem Fall. Aber ja, also ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unseren Videos, mit dem Gezockt, mit den Top 10. Ja, wir freuen uns hier über nette Kommentare und mir hat ja, Spaß gemacht. Machen das bestimmt bald demnächst wieder. Ich denke, bestimmt. In Essen hättet ihr uns auch wiedersehen. Ja. Auch dann, wenn es auch mal ein T-Shirt anziehen können. Nein, ich wollte einmal in Schick. In Essen habe ich 3 Tage lang mit diesem T-Shirt rumgesessen und bin damit rumgelaufen. Was ich gerne gemacht habe, was ich nächstes Jahr auch wieder machen werde. Aber nein, ich will zu Hause in Schick. Gut, also ihr merkt, auch hier kommen wir gerne mal ins Labern. Darum würde ich sagen, machen wir jetzt einfach mal Schluss. Ja, wir quatschen einfach, plaudern. Okay. Palaver halten wir. Theoretisch müsste ich noch ein paar Videos machen. Es ist schon relativ spät. Ich gucke mal, was ich heute Abend noch so schaffe. Und wenn nicht, läuft er nicht weg. Ne? Ich werde ja einfach mal wieder in Cuxhaven sein, dann hoffentlich auch für 1-2 Tage mehr. Und dann werden wir jetzt ein paar von diesen Spielen Videos machen. Ihr könnt auch, ja, vielleicht mal, ja, bringt jetzt nichts, wenn ihr es jetzt drunter schreibt, weil jetzt bin ich schon seit ein paar Tagen wieder in Göttingen. Aber ihr könnt trotzdem einfach mal schreiben, zu welchen Spielen ihr gerne noch ein Video hättet, gerade von denen, die so Cuxhaven sind, die ihr vielleicht auch im Video gestern gesehen habt, in denen, ne, wo wir die Spielesammlung gezeigt haben. Und ja, damit würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Danke fürs Zugucken, sagen bis bald. Und tschüss.